Hallo zusammen, heute geht es um das Solarpanel, was hier in diesem Katalog ist, zur Stromversorgung, ist unten verlinkt. Das Solarpanel kommt so in diesem Karton an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben 130 Watt Solarpanel, dann kann man zum Beispiel zwei in Serie schalten, dann haben wir 260 Watt Solarpanel oder Leistung. Ja, mehr sieht man hier nicht. Die technischen Daten, die seht ihr aber auch im Katalog drin. Das Panel ist hier eingepackt. Es hat noch eine Styroporplatte dazwischen. Diese Ecken hier. Sind mit Karton verstärkt. Auf der Rückseite haben wir zwei solche Kabel hier. Ein Tippenschild drauf, was das Panel kann. Das ist das gleiche, was auf dem Karton steht. Und wenn ihr dann den Katalog runterlädt, habt ihr hier zum Beispiel solch ein Set. Hier ist jetzt ein 100 Watt Panel drauf. Da kann man auch locker ein 130 Watt Panel hinmachen. Die Preisdifferenz ist nicht so. Und hier habe ich ein Guerilla Stromset, das heißt zweimal 130 Watt, also zwei solche Panels. Die werden in Serie geschlauft und kommen dann auf diesen Solarregler. Also das heißt, ich habe diesen Solarregler hier und zwei Kabel auf 5 Meter. Wir haben Verlängerungsteil dazu oder man kann es sonst verlängern. Und die werden hier schwarz auf schwarz hier eingesteckt, rot auf rot hier eingesteckt. Und dann ist das eigentlich betriebsbereit. Und auf dieser Seite habe ich eine Sicherung drauf. Das ist eine 30 Ampere Sicherung. Und ich habe hier einen Industriestecker. Und hier mit diesem Industriestecker gehe ich hier auf diesen Stecker hier. Der ist nicht über den Hauptschalter geschaltet. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einschalten. Ich habe hier den Wechselrichter drin. Und hier auf dieser Seite habe ich einen Stecker, bei dem ich eine Kaffeemaschine anschließen kann. Und bei diesem Guerilla Solar Set, da kann ich einfach hier über diesen Stecker, kann ich 30 Kaffee rauslassen, ich kann eine Kühlbox betreiben, ich kann hier über USB kann ich einen Computer laden, beziehungsweise ein iPad oder sonst irgendwas, so Handy laden. Und wenn ich den Strom nicht mehr brauche, schalte ich entweder hier ab oder hier ab. Was noch kommt zu diesem Set, ist ein Mikroinverter, da habe ich jetzt Muster unterwegs, ich bin die aber noch am Testen. Dann könnten wir ins Stromnetz einspeisen. Dann braucht ihr aber eine Bewilligung. Das kommt in diesem Video, das könnt ihr meinen Kanal abonnieren, dann kommt das. Kein Thema. Ja, das ist dieses Set, also zwei solche Panels, der Regler mit dem Stecker, fertig dazu. Das ist Kostenpunkt 1760 Schweizer Franken. Euro sind wir ein bisschen teurer, weil wir haben viel mehr Mehrwertsteuer. Wir müssen ja für den deutschen Staat Steuern einkassieren. Wir als Schweizer beim deutschen Staat. Gut, wir machen auch Geschäfte in Deutschland. Wir liefern auch ab Deutschland solche Pakete. Ja, das ist zwei so Panels, die kann man am Balkon montieren. Guerilla. Was heißt Guerilla? Wir brauchen dafür keine Baugenehmigung. Wir müssen vielleicht den Nachbar fragen, ob es ihn stört. Aber theoretisch kann ich ein Balkongeländer machen mit diesem Ding. Es geht einfach um die Farbe oder einen Heimatschutz oder sonst irgendwas. Aber für die Solaranlage brauche ich keine Baubewilligung. Wenn ich jetzt mit diesen Panels, ich mache vier solche Panels, ist technisch auch möglich, da müssen wir eine Seite weiter. Hier sind dann zum Beispiel vier Panels drauf.
Da kann ich ein Vordach machen. Aber ich brauche eine Baubewilligung fürs Vordach. So eine kleine oder so, irgendwie in die Richtung. Müsste auf der Gemeinde nachfragen, was da eine Bewilligung braucht für ein Vordach mit Solarzellen. Wenn ihr ein Vordach habt Richtung Süden, zwei solche Panel drauf, die Maße stehen hier im Katalog, ist eine Möglichkeit. Ja, elektrisch zu verbinden ist auch kein Thema, wenn das Kabel länger sein sollte, ist auch nicht so eine Hexerei. Hier verlinke ich euch ein anderes Video über diesen Guerilla-Solaranlage und ich wünsche euch einen schönen Tag.